Taten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sieht eine wachsende Gefahr durch Cyberangriffe in Deutschland. Nach dem heute in Berlin vorgestellten Lagebericht des BSI sind mehr als 800 Millionen Schadprogramme bekannt. Pro Tag kämen etwa 390.000 neue Varianten hinzu. Durch die zunehmende Digitalisierung gebe es immer mehr Angriffspunkte und damit steige auch die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg von Cyberattacken. Haushaltsgeräte, die sich per Smartphone steuern lassen. Das Leben in den eigenen vier Wänden ist immer enger mit dem Internet verbunden. Allerdings mehr digitale Produkte, mehr Angriffsflächen. Hacker können die Produkte sogar von außen übernehmen. Nun soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik aufgewertet werden. Deshalb werde ich mich als Bundesinnenminister sehr stark weiter dafür einsetzen, die Fähigkeiten des BSI auszubauen und das BSI als nationale Cybersicherheitsbehörde fortzuentwickeln. Bis November soll es nach dem Willen des BSI-Präsidenten erstmals eine Richtlinie für Router geben. Diese gelten als Herzstück in der Wohnung, da sie die Geräte mit dem Internet verbinden. Routerhersteller, die sich dann an die Richtlinie halten, müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Da geht es um Themen wie Mindesthaltbarkeitsdatum von Software. Das heißt, wie lange wird diese Software auch noch dementsprechend unterstützt, die auf dem Router drauf ist. Da wird es gehen um Themen wie Passwortveränderung. 2 Jahre lang wurde im Bundesinnenministerium an den Kriterien getüftelt. Experten kritisieren, die Hersteller werden nicht dazu verpflichtet. Natürlich wäre es wünschenswert, Anforderungen zu definieren, die verbindlich sind und die im Markt auch durchgesetzt werden. Und es wäre auch wünschenswert, dass diese Anforderungen nicht über 2 Jahre mit den betroffenen Unternehmen diskutiert werden, sondern dass sie einfach mal diktiert werden. Ein Gütesiegel für digitale Produkte und das Ganze noch auf europäischer Ebene. Für Verbraucher wäre das ein Fortschritt. Die Richtlinie für Router zeigt allerdings, das wird wohl lange dauern.